Hallo Leute, willkommen zu einem neuen Let's Play. Es geht um Medieval Dynasty. Das ist ein Aufbauspiel, Story ist mit dabei, Survival, also Überlebenskampf, Jagdspiel, Ressourcenabbauspiel, Quests kann man machen. Und es geht im Groben darum, im Mittelalter zu überleben, ein Dorf aufzubauen, Ressourcen abzubauen, Sachen herzustellen, sein Dorf zu versorgen, seine eigene Dynastie zu gründen, also heiraten, Kinder kriegen und diese Familie natürlich zu versorgen. Und ja, gewisse Quests abzuschließen. Und würde ich vorschlagen, wir starten ein neues Spiel. Wir passen die Spieleinstellung an. Und wir gehen hier auf schwer. Mit einer leichten Anpassung, dass die Steuern nicht so hoch sind, sondern bei 100% bleiben. Das heißt also, die Dorfbewohner haben einen 200%igen Lebensmittelbedarf, Wasserbedarf und Holzbedarf. Also Heizbedarf für den Winter. Die Gegner haben 200% Schaden und Leben. Macht es etwas schwieriger. Vergiftungen sind ein Thema und Temperatur. Also Winter, Kälte und Wärme. Und Gebäudelimit lassen wir dabei bei der Normaleinstellung. Und pro Jahreszeit nehmen wir auch wieder die 3 Tage, also Standard. Und starten das Spiel. I used to have a simple life. Whatever needed doing round the farm, I'd do it. Being the eldest son, it's tough. But at least we had a living, and our plates were never empty. Then, the war came. I lost everything overnight. The last thing I remember is father pushing me away. Yelling for me to run, to live. At first, I didn't know what to do. Then, I remembered. A story my mother once told me. A story about my uncle, Jordan. He made a modest fortune up north, in a peaceful valley far away from the war. For weeks, I held on to that thought. Tell the valley from my mother's stories. I could see it. This is where I can start a new life. Ja, also wir wurden als Farmersohn geboren, sind der älteste Sohn und durch Krieg und Vertreibung wurden wir heimatlos. Unsere ganze Sippe ist quasi verstorben, nur wir haben überlebt. Und wir sind auf einem Weg zu einem Tal, wo angeblich unser Onkel leben soll, der ein kleines Vermögen gemacht hat. Und dort sind wir auf dem Weg hin und versuchen diesen Onkel zu finden. So, sieht man hier ein Ortsschild, da geht es nach Gostovia, Hornica und Denica. Wir sollen dieser Quest folgen in Richtung des Ausrufezeichens und wir sollen mit Kastellan sprechen. Jagdgebiet entdeckt Krähe. Okay. Das kann man hier schon mal 2 gesammeln, anscheinend. Wofür die wir immer brauchen mögen. Krähen, okay. Stöcke gibt's hier. Gehen wir erstmal zum Dorf. Ah, okay, hier ist das Tal. Und das unten muss dann Gastovia sein. Jagdgebiet der Taube. So, es geht hier nach Gastovia. Hier sieht man Felder und Einwohner. Weizenfelder.
was das ist, weiß ich nicht. Das sieht noch nicht reifen Weizen aus. Okay, Gisturia. Dann schauen wir mal, wo wir Kastellan finden. Ja, ein kleines Kind. Das soll irgendwo hier sein. Was ist das? Mit dem Kastellan. Okay, der hier. Diese Augen, ich hätte nie gedacht, dass ich sie je wieder sehe. Eines blau wie der Himmel, das andere schwarz wie ein Klumpen Kohle. Geht es dir gut? Du siehst aus, als hättest du einen Geist gesehen, oder? Lustig, meine Großmutter hat es immer ganz genauso beschrieben. Okay, ich nehme mal das. Also bist du kein Geist? Gut, ich war kurz davor, mir Sorgen zu machen. Aha, aber deine Augen, du siehst aus wie er. Tut mir leid, du hast mich wohl mit jemandem verwechselt. Ich bin neu in der Gegend, gerade erst hier im Tal angekommen, um genau zu sein. Mein Name ist Razimir. Ich. Der Sohn des Mann von Wanda, nicht wahr? Der Neffe von Jordan. Was, du kanntest meine Mutter? Nicht wirklich, aber ich habe von dir gehört. Wir sind uns nie begegnet. Jordan wollte seine Familie lieber getrennt halten. Ich fürchte, das verstehe ich nicht. Das wirst du bald. Warte. Was meinst du mit Kantest? Geht es dir gut? Ich hoffe, das tut es. Wo auch immer sie jetzt sind. Wo auch immer sie jetzt ist. Mutter und Vater sind beide tot. Der Krieg hat sie geholt. Verdammt, diese Welt, seufzt. Sie kann so grausam sein, wie sie schön ist. Das tut mir leid, mein Junge. Niemand sollte sie jung von seinen Lieben. Niemand sollte sie jung schon seine Lieben verlieren. Okay. Das ist schon in Ordnung. Sie sind gestorben, damit ich leben kann. Und ich habe fest vor, das beste Leben zu leben, das ich leben kann. So ehre ich ihre Opfer. Oder? Ja, mir ist nicht wirklich danach. Okay, ich nehme das erste. Das ist sehr erwachsen von dir. Ich bin sicher, sie wären stolz, wenn sie dich hören könnten. Du hast meinen Onkel Jordan erwähnt. Eigentlich bin ich hergekommen, um ihn zu finden. Oh, Razimir, ich hasse es, der Überbringer schlechter Nachrichten zu sein, aber dein Onkel weilt nicht länger unter uns. Er ist vor 3 Jahren gestorben. Es tut mir leid, ehrlich leid. Ich weiß, wie du dich jetzt fühlen musst. Er war ein guter Freund von mir. Also war es das? Ich bin der Einzige, der noch übrig ist? Sag das nicht. Hey, schau mich an. Das Tal ist voller warmherziger Menschen, die dir bei allen helfen können, was... bei dem du Hilfe brauchst, und ich bin einer von ihnen. Was mache ich denn jetzt noch? Du kannst dich hier frei bewegen, ein neues Leben beginnen, wie wo es dir beliebt. Hiermit hast du die Erlaubnis des Kastellans, auf jedem noch bunt beanspruchten Stück Land in diesem Tal zu bauen oder dort Felder anzulegen. Baue dir ein Haus und dann sehen wir, was dich noch erwartet. Wenn dir danach ist, könntest du sogar ein ganzes Dorf bauen. Bevölkern könnte man es sicher. Da durch dieses Tal kommen viele Wanderer, die sich einem solchen Projekt vielleicht anschließen würden. Einfach so? Kann das ganze Land dafür umsonst haben? Nun, du musst dem König jährlich Steuern zahlen. Davon abgesehen steht dir aber frei zu tun, was dir beliebt, solange du keine Gesetze brichst, natürlich. Oder dich zumindest nicht dabei erwischen lässt. Das klingt fantastisch. Das Tal ist wunderschön. Ich glaube wirklich, dass ich hier bleiben und mich davon überraschen lasse, was das Schicksal noch für mich bereithält. Ich bin froh, das zu hören. Mit Materialien für deine weiteren Vorhaben findest du beinahe überall. Heb ein paar Steine, Stöcke vom Boden auf und du kannst bereits eine einfache Axt daraus herstellen. Damit kannst du dann Bäume fällen und sie im Holzstämme zerteilen. Aus ihnen wiederum lässt sich ein hölzerner Hammer fertigen, der ja bekanntlich bei jedem Bauvorhaben unverzichtbar ist. Ich bin sicher, du wirst das alles schon meistern. Zuhören. Sobald du ein Dach über den Kopf hast, komm nach Gastovia zurück und sprich mit meiner Frau. Sie heißt Dobroniga und sie kümmert sich um die Schenke hier. Sag ihr, dass du dir etwas zum Essen geben sollst. Du musst völlig ausgehungert sein und wenn du schon dort bist, bring uns doch ein paar Flaschen Bier mit. Dafür erzähle ich dir dann ein bisschen über Jordan. Das klingt nach einem guten Plan.
Okay, also Steine sammeln, Holz sammeln, Stöcke sammeln und damit erstmal eine Axt bauen, denke ich. Okay. So, wir fangen also neu an. Wir sammeln erstmal Steine. Gehen wir erstmal aus dem Dorf raus. Und hat er gesagt, außerhalb des Dorfes kann ich mich frei bewegen und dann schauen, was ich so brauche. Steine. Wo finde ich Steine? Ah, da ist ein Stein. Hier zum Beispiel. Eins. Zwei. Bäume fällen. Um einen Baum zu fällen, brauchst du eine Axt. Dieses Werkzeug kannst du kaufen oder selbst mit den bloßen Händen herstellen. Du findest es in der Handarbeit unter Menü und Baummenü. Okay. Inventar. Fertigen. Verwaltung, Technologie, Wissen. Herstellen. Okay. Was ist das? Interagieren E und Q ist Baumenü, okay. Okay. Handarbeit, Gebäude, Zäune, Karton, Möbel, Dekorationen und Wege. Okay, Handarbeit. Steinaxt. So. Holzhammer, Bäume fallen. Für den Holzhammer brauche ich einen Holzstamm und 10 Stöcke. Okay, dann brauche ich eine Axt anscheinend. Eins. Richtig. Dann noch ein paar Stücke. So, dann ein Holzhammer. Dann soll ich noch vier weitere Bäume fällen. Soll ich sammeln? 32. Was ist das hier? Ried. Ja. Bis ich 32 habe. Dann fehlen noch 3 Bäume. Was ist das? Oh Mann. Okay. Dann nehmen wir die Bäume um. Fichte. So,
Das bin ich schon leicht überladen. Gebäude. Das Gebäudemenü kann über das Baumenü aufgerufen werden. Wähle das Gebäude aus, das du errichten möchtest und suche einen geeigneten Platz dafür. Gebäude können nicht zu nah an andere Dörfer gebaut werden. Außerdem musst du den Untergrund verhältnismäßig eben sein. Um das Gebäude nach dem Platzieren fertig zu bauen, brauchst du einen Hammer. Beim Bau von Häusern kannst du das Material auswählen, das du für jedes Wand- und Dachmodul verwenden möchtest. Diese Auswahlmöglichkeit ist nur sichtbar, während du den Hammer in der Hand hältst. Okay. Wo ist natürlich die Frage? Wo? Hier sehen wir die Karte. Kartenmittelpunkt ist irgendwo hier. Da gehen wir erstmal hin. Beziehungsweise. Wir brauchen uns erstmal ein Steinmesser. Überhaupt erstmal was in der Hand zu haben. Und ein Holzspeer. Holzspeer legen wir hier rein und Steinmesser für die drei. Holzhacke, Holzschaufel, Schneeball. Okay. Und Häuser können wir jetzt quasi erstmal ein Wohnhaus, denke ich mal. Ja, einfaches kleines Holzhaus. Hier können wir noch nichts bauen. Tierhaltung, Produktion, Dienstleistung, Lager. Okay, erstmal ein Holzhaus. Ja, der kleine See hier sieht nicht schlecht aus. Vielleicht können wir da hingehen. Dachs. Die Richtung. Falken. Okay. Hier ist mehr Gebirgsregion anscheinend. Pilze. Speisemuschel. Pilze kann man bestimmt essen. So, die Richtung. Sechstung. Johanneskraut. Was war wohl da? Müssen wir einfach mal hier um die Klippe gehen. Schon den kleinen See von da sehen. Da unten anscheinend. Oh, Wolf. Jagdgebiet Wolf. Da ist immer ein Wolf. War das eine gute Idee herzugehen? Kaninchen, Kaninchen, Elche, okay. Da ist eine Elch. Ein Bison.
Okay, hier ist der See. Schöne kleine Ecke. Und hier würde ich gern mein erstes Haus hinsetzen. Irgendwo muss hier ein Fluss sein. Ja, da ist ein kleiner Bach. Tja. Und hier haben wir uns erstmal noch eine Schaufel basteln. Dann werden wir hier die Bäume umhauen, die Birken. Wasser. Flüssigkeitszufuhr ist in der Wildnis entscheidend. Wenn du zu lange nichts trinkst und deine Wasseranzeige auf Null fällt, verlierst du Lebenspunkte. Um das zu verhindern, kannst du diverse Getränke und wasserhaltige Nahrungsmittel zu dir nehmen. Wasser selbst kann in Eimern oder in Trinkschläuchen abgefüllt transportiert werden. Okay, also soll ich trinken. Trinken. Okay, das ist der blaue Balken. Überleben, Fähigkeiten. Ja. 5 mehr Erfahrungsgewinn bei Überlebensfähigkeiten. Temperaturresistenz, Giftresistenz. Da mache ich erstmal Erfahrungsgewinn. Okay. So, wir haben doch eine Schaufel. Da. Nummer 4. Holzhammer lege ich mal auf die 5. Dann durch den Birkenstumpf ausschaufeln, dass ich Platz kriege. Jetzt kommt es darauf an, wo ich das Haus hinsetzen, wie ich es hinsetzen möchte. Erstmal so. Da drüben ist der Bach nebenan. Dann setze ich es erstmal so hin. Jetzt brauche ich den Hammer anscheinend. Okay. Steine fürs Fundament. Also brauche ich mehr Steine. Dann gibt es nochmal Speisemolchen und Stein. Die kriege ich nicht weg. Ein paar Pilze. Noch mehr Pilze. Steine. So, noch 2 Steine. So, Fundament steht. Holzstämme. Da habe ich jetzt 2. 1. Okay, dann brauche ich jetzt Stöcke.
Achso, Flechtwand. Wände, Flechtwand, Holzwand. Oder Steinwand. Nehme ich gleich mal Holzwand. Und da brauche ich Holzstämme. Okay. Flechtwand ist dann wahrscheinlich ein bisschen zu durchlässig, gerade im Winter. Nochmal gleich ein bisschen was Besseres. Ja, jetzt beginnt die Abholzung der Umgebung für die Behausungen. Neues Gebäude freigeschaltet, Brunnen, Technologie. Okay, ein Gebäude zur Rohstoffgewinnung. Die hier beschäftigten Arbeiter liefern Wasser. Okay. Erstmal das. Okay. Achso, pro Wand brauche ich dann. Das ist Holzwand. Schlafen. Zum Schlafen musst du ein Haus bauen oder ein Lagerfeuer entzünden. Geschlafen werden kann zwischen 19 Uhr und 7 Uhr. Wird der Spielcharakter schlafen geschickt, wacht er am Morgen nächsten Tages auf. Das Schlafen im Bett stellt etwas Gesundheit wieder her, das Ausruhen am Lagerfeuer nicht. Egal wo zum Jahreszeitenwechsel geschlafen wird, in der neuen Jahreszeit wacht der Spielcharakter immer im eigenen Haus auf. Okay. Holzstamm, Holzstamm. So, dann hier wieder eine Holzwand. So, da muss ich weiter abholzen. Holzwand. Nahrung. Essen ist lebenswichtig. Wenn deine Nahrungsanzeige auf Null fällt, verlierst du an Gesundheit. Um das zu verhindern, kannst du dich von der Jagd durch Sammeln, von Ackerbau, von Viehzucht ernähren. Alle Lebensmittel verrotten mit der Zeit und können so eine Lebensmittelvergiftung verursachen. Entdecke verschiedene Möglichkeiten, um sie länger haltbar zu machen. Zum Beispiel durch Trocknen, Salzen oder das Zubereiten von Mahlzeiten. Okay. So, hier ist eine Tür.
Tür ist fertig. Hier kommt wieder eine Holzwand rein. So. Neues Level Gewinnung. Fertigkeiten, Gewinnung. Okay, 5% Erfahrung, Gewinnungsaktivitäten. Chance auf unerwarteten Gegenständen beim Graben von Tonvorkommen. Langsamer Haltbarkeitsverlust von Äxten. Dann nehme ich erstmal wieder Erfahrung. So, jetzt haben wir unsere Axt kaputt gemacht. Da brauche ich Steine. Ist die eigentlich noch Inventar dann oder ist die weg? Ja, die ist weg. Steine waren auch hier irgendwo. Zweige. So, eine Axt bitte. So, unser Haus. Machen wir ein Fenster mit Holz. Neues Gebäude freigeschaltet, Materialjager. Okay. Ein Lager. Alle nicht verderblichen Rohstoffe, die hier von den Arbeitern gesammelt werden, werden hier gelagert. Alle Lager desselben Typs teilen sich ein Inventar und vergrößern sich gemeinsam. Okay. Dann hier Holzwand. Das wird schon langsam Booster. Kann ich eigentlich ein Feuer. Einfache Fackel. Deko. Ah, hier. Lagerfeuer. Dann nehmen wir eins hin. Brechen. Feuer entzünden. So. Ein bisschen Licht. Naja, geht so. So, da es jetzt sehr dunkel ist, schlafen wir jetzt mal. Bis zum nächsten Morgen. Dass wir wieder was sehen. So, dann geht's weiter mit dem Bau. Da sind wir durch. Hier müssen wir noch auf Holz ändern. Drüben genauso. Holzwand. Okay, noch ein Stamm. So, Baum ist gefällt. Okay, jetzt bin ich schon leicht überladen. Dann ist das mal fertig hier. So, dann ist nur noch das Dach. Ein
Rieddach oder ein Holzdach? Stroh, Holzstamm, Brett, Bretter haben wir nicht. Dann machen wir erstmal das Rieddach. So, da brauche ich noch Stroh. Und drin ist, glaube ich, noch ein bisschen Holz. Gehen wir mal näher. Zwei Holzstämme. Zack. Und hier können wir noch einmal was liegen. Da auch noch. Dann fehlt mir eigentlich nur noch Stroh, 10 Stroh. Wo kriege ich jetzt Stroh her? Gibt es das hier? Sieht nicht so aus, und da hinten vielleicht. Gehen wir mal an den See herum. Angelstelle entdeckt, Barsch. Hier kann man auch angeln. Das ist doch schon mal eine gute Proteinversorgung. Hier gibt's keinen. Da hinten vielleicht. Ja, hier gibt's Stroh. Sollte reichen. Kann ich noch was trinken gehen? So. So, jetzt hoffe ich, dass ich mein Haus wiederfinde. Ah, da ist es. Langsam werde ich hungrig. So. Kapitelquests. Kapitelquests sind eine Reihe von Missionen, die zu Beginn des Spiels erscheinen und die dich mit den wichtigsten Aspekten des Spiels vertraut machen. Sie leiten dich durch die ersten Phasen des Siedlungsbaus. Durch das Abschließen von Kapiteln erreicht dein Dorf nach und nach höhere Entwicklungsstufen. Von diesen hängt die maximale Anzahl an Gebäuden ab, die du erreichen kannst. Okay. So, jetzt haben wir unser Haus gebaut. Da würde ich erstmal die erste Folge damit abschließen. Ich denke mal, wir haben einen schönen Ort hier gefunden, wo wir uns niederlassen können, wo wir unser Dorf aufbauen können, an diesem kleinen See hier. Umringt von einem großen Wald, also Holzrohstoffe sind versorgt, Tiere sind auch in der Nähe, Wasser ist in der Nähe. Ich denke mal, es ist eine gute Grundlage für eine Siedlung. Gut, dann, die Folge ist damit zu Ende. Nächste Folge werden wir uns, denke ich mal, um Nahrungsmittel kümmern müssen. Wenn es euch gefallen hat, bitte ein Däumchen da lassen und gerne abonnieren, um den Kanal zu unterstützen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao.